Na, seht ihr, da habt ihr mal meine Nichte gehört. Die ist nicht ohne, wa? Die ist nicht ohne, die passt da schon auf. Ja, seid vorsichtig hier, keine Beleidigung oder so. Da dreht die Anzeiger, da ist sie sofort. Da lässt sie sofort Verfahren einläuten. Ja, nee, aber die ist so. Ihr sollt hier Spaß haben. Wer sich hier nicht wohlfühlt, der kann einfach gehen, ist doch klar. Ich meine, das würde man doch woanders auch machen. Guck mal, du gehst doch nicht in ein Lokal, ja, setzt dich da hin, isst und meckerst über das Essen und ziehst über die Köche her oder über die Bedienung. Ja, dann gehst du da raus und dann gehst du nicht nochmal hin. So ist es nämlich. Und mir geht's gut, ja. Ich wohne jetzt nämlich bei meiner Nichte. Die haben ja ein wunderschönes großes Haus hier in Berlin, ja. Und ich habe meinen Weg gefunden. Ich habe hier mein Zimmer oben in dem Haus in der Mansarde, ein wunderschönes großes Zimmer. Ich habe mein eigenes Bad. Da ist auch noch eine kleine Küche mit drin. Das ist ein richtiges Studio. Fühle mich sehr wohl. Ja, ihr seid alle herzlich willkommen. Fasstet jetzt nicht krumm auf, was sie da erzählt hat, aber sie hat einen Rochus auf Leute, die hässlich sind und die so eine Gemeinheiten schreiben. Das muss nicht sein. Das gibt es hier noch überall woanders. Und die fackelt nicht lange. Die ist sofort bei der Polizei. Die hat auch schon Leute verklagt. Ja. Namen werden nicht genannt, aber will nur mal sagen, ja. Amüsiert euch. Habt Spaß und Freude. Ja. Und freut euch, dass es mir gut geht. Und hin und wieder werdet ihr mich mal sehen. Werde ich ein bisschen was erzählen, weil viele sind ja interessiert, wie es mir geht auch. Habe ich so mitbekommen. Macht euch keine Sorgen, alles ist gut. Ja, das in dem Heim war eine schlimme Sache, aber das war einfach irgendwie ein Missverständnis.